Hallo meine lieben Strohhüte, wir sind's von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich, der Ton Tach. Und wie man schon unschwer erkennen kann, haben wir jetzt auch One Piece in unserem Sortiment. Und darum öffnen wir heute das Pillars of Strength Booster Display mit Verlosung. Viel Spaß. Bis gleich. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Wie manche von euch bestimmt schon gesehen haben, haben wir jetzt auch One Piece in unserem Sortiment. Wir öffnen heute die dritte Edition, die zweite Edition Paramount War und die erste Edition Romance Dawn. Haben wir auch in unserem Online-Shop. Wenn ihr euch für diese Edition interessiert, dann wartet nicht zu lange. Sie sind sehr limitiert und könnten sehr schnell ausverkauft sein. Deswegen schlag dazu. Wir haben uns jetzt dafür entschlossen, die dritte Edition erstmal zu unboxen. Die anderen zwei werden wir aber auch noch unboxen. Das Kartenspiel gibt es leider nicht in Deutsch, aber das wird jetzt hier kein Hindernis sein für uns. Hoffe ich zumindest. Hoffe ich auch. Kommen wir aber erstmal zur Verlosung. Da gibt es nämlich von Ultimate Guard dieses Mal ein Boda 60 Plus in Frosted Design zu gewinnen. Hält bis zu 60 Double Sleeve Karten oder 80 Single Sleeve Karten. Hier sieht man nochmal, wie man dann das Deck da reinpackt. Dazu dürfen natürlich auch nicht die Cortex Sleeves fehlen. In Transparent dieses Mal 100 Stück. Habe ich direkt mal hier auch ausgepackt mit der Boa Hancock. Wie wir sehen, One Piece Karten passen da auch super rein. Ist ein bisschen matt von hinten und durchsichtig von vorne, offensichtlich. Ja. Sehr cool, wie könnt ihr das gewinnen? Indem ihr unseren Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Genau, und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Und dann gehen wir ins Display. Ich bin mal sehr gespannt. Wir haben 24 Booster Packs mit jeweils 12 Karten im Booster und in den Displays sind auch nochmal Boxtopper drin. Genau. Oder ein Boxtopper wohl eher. Ja. Ist jetzt auch mal was ganz Neues für uns. Freue ich mich aber auch schon drauf. Ja, ja. Wir haben uns natürlich auch super vorbereitet. Zum ersten Mal. Ah, ich glaube tatsächlich, in dem ist kein Boxtopper drin, aber im ersten ist auf jeden Fall einer drin. So, dann. 12 Booster, nicht 12 Booster, doch 12 Booster für jeden. Ja. Fange ich an? Fängst du an? Ich fange an. Du fängst an. Okay. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie das Set jetzt ist. Ich kann es tatsächlich auch spielen. Ich habe es mir schon mal angeguckt. Ich kann es nicht spielen. Tut mir leid. Es ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu lernen. Ist halt nur Englisch, ne? Also sonst ist es eigentlich auch sehr cool. Kannst auch ein bisschen näher ranzoomen tatsächlich. Und hier sind natürlich die ganzen auch sehr schöne Artworks direkt. Ne? Nach rechts bitte. Freue mich schon sehr, das hier alles zu öffnen. Hier unten sieht man auch die Rarität. Hoppala. Man sieht auch immer, woher die Charaktere kommen. Hier unten. Kannst du es sehen? Achso, ja. Ja. East Blue. Straw Hat Crew. Also sehr, sehr coole Designs, vor allem für all die One Piece Fans da draußen. Hier haben wir die Uncoms. Na. Ja, sehr cool. Und dann hier einen Leader. Na, also jedes Deck braucht sozusagen so einen Kommandeur. Da haben wir jetzt hier Katakuri als Leader. Mhm. Auch sehr cool. Und dann die Rares. Nami. Nami. Boah, kenne ich gar nicht. Was? Sieht man auch so leicht in Foil, also das Bild ist sehr, sehr schön aus. Sehr cool. Also auch wenn ihr es nicht spielt, fürs Sammeln, sehr, sehr geil. Und dann noch eine zweite Rare. Sehr cool. Vor allem mit so einem Manga-Event Hintergrund. Also sieht sehr, sehr, sehr super aus. Der goldene Rand ist sehr, sehr cool. Ja, ja. Und noch Don. Das ist sozusagen das Mana in dem Kartenspiel. Okay, also du kennst dich ja aus, das heißt, während ich mein Booster hier öffne, kannst du einfach so ein bisschen reden. Hier haben wir Buggy. Ja. Sehr, sehr cool. Mit der also, Trennfrucht. Wie man vielleicht auch schon erkennen kann, die Karten haben ja alle unterschiedliche Farben. Ne, vom Rand her. So, jetzt hier schwarz, vorhin rot, hier jetzt grün. Das ist halt. Der Leader hat immer eine bestimmte Farbe. Das ist sozusagen wie auch in Magic dein Commander. Und dann kannst du auch nur Karten mit der gleichen Farbe spielen. Und genau. Das hat es mit der Farbe auf sich. Oben links haben wir die Mana-Kosten, oben rechts dann die Stärke. Der Hund ist sehr toll. Oh, Monkey D. Luffy. Kenne ich gar nicht. Ja. Da haben wir da erstmal direkt die... Und dann, oh. Oh. Haben wir hier... Sehr cool. So schön mit Foil-Rand. Super rare, sehr nice.
Sehr, sehr schön. Ich genau, es gibt ja auch, man kann ja auch Alternate Artworks in den Displays ziehen. Super Rares und ja, so Ultra Rares, sag ich jetzt mal. So, ich mach mein nächstes Booster und das mal auf. One Piece Universum ist ja so groß. Da gibt's so viele Charaktere, Events, ja. Orte. Also während du ja dich in das Spiel so ein bisschen reingefuchst hast, habe ich angefangen, die Serie zu gucken und kann sagen, auch nach über 100 Folgen kennt man halt noch fast keine der Charaktere. Aber ich kann euch allen empfehlen, guckt die Serie, spielt das Spiel, kauft das Spiel, weil lohnt sich. Ist echt so ein tolles Universum. Na? Ja. So. Außer der Charakter, den kann ich nicht leiden. Der ist einfach nur in den ganzen Filler-Folgen drin. Und macht halt überhaupt gar nichts. Mukau, also Muku, ist super. Okay. Ja. Das Spiel ist auf jeden Fall nicht schwer zu lernen. Es ist halt nur englischsprachig. Es gibt auch eine ziemlich gute App im Play Store, um das Kartenspiel zu lernen. Also wenn ihr euch da mal reinfuchsen wollt, könnt ihr das gerne machen. Oh, da haben wir Big Mom. Oder Lin Lin. Sehr cool. Ich mal an die Seite. So. Einer der großen Piraten hier. Ich muss auch sagen, ich finde die Qualität der Karten fühlt sich eigentlich ganz gut an. Die sind ein bisschen härter, ein bisschen fester als Magic-Karten und Pokémon-Karten. Was natürlich aber eigentlich auch ganz gut ist, weil dann können sie nicht so schnell kaputt gehen. Und ich finde es sehr toll, dass wirklich auf manchen Karten nur die Charakter drauf sind und auf anderen Karten sind einfach, so wie jetzt hier bei der Air Door, sind dann einfach so Manga-Panels drauf. Ja, es gibt ja verschiedene Kartentypen. Es gibt ja Charakter, Event und Stage-Karten. Hm. Nochmal Lin Lin, aber mein als Leader dieses Mal, ne, sieht man auch jetzt hier. Zweifarbig. Ne? Gelb also, und schwarz. Gelb und schwarz, okay. Ja. Und vier Leben. Und das heißt, man greift immer den Leader an und nicht. Okay. Ja. Der Leader ist sozusagen. Ja. Der Charakter, den du angreifen musst mit den Lebenspunkten. Und wenn der tot ist, dann. Hast du das Spiel verloren? Tot. Okay. Oh, warte, ich lege hier mal die coolen Karten noch raus, die ganzen Rares. Damit wir die später auch noch auslegen können. Hm. Ich finde die Alternate Artwork-Karten auch Nami. Super in dem Set. Oh, die ist im Eier. Nami als Leader. Auch sieht sehr cool. Sieht sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir Pudding. Hier. Oh, ein sehr cooles sehr, Artwork. Sehr, sehr cooles Artwork. Vor allem mit ihren drei Augen. Ich mal an die Seite und ich liebe diesen Charakter, kann ich aber sagen. So, Pudding lege ich uns mal an die Seite und dann weiter geht's. Also von One Piece hätte ich gerne auf jeden Fall auch noch irgendwie Hüllen oder Spielmatten, einfach weil die Designs der Karten wirklich hübsch sind. Na? Ja. Und wie gesagt, wenn ihr selbst einmal das Spiel spielen wollt, könnt ihr es online einfach mal antesten. Oder ihr kauft euch natürlich direkt ein Display und legt los, obwohl jetzt halt auch direkt Decks rauskommen. Ich glaube, ein Deck haben wir jetzt schon, das ist das Big Mom Deck. Ja. Aber weitere werden auf jeden Fall folgen. Das Spiel ist ja auch gerade erst ganz neu. Ja, also, so ziemlich, genau. Da werden wir aber die neuesten Produkte immer anbieten, es sei denn, es kommt irgendwie zu krassen Lieferschwierigkeiten bei der Herstellung. Was ja auch die letzten Jahre bei anderen Spielen öfter passiert ist. Ach. Aber wir hoffen mal, dass wir da alles kriegen. So, haben wir Gin. Sag mal, wir ziehen hier wirklich echt hübsche Karten, ne? Sehr cool. Geht wieder so leicht aus dem Bild raus, ne? Also. Ja. Sehr, sehr toll. Ja, die Super Rares, die sind schon sehr, sehr cool. Die Alternate Artwork Karten, die haben es auf jeden Fall drauf. So.
Das Seifenschaf hier. Auch sehr cool. Ach. So. Marco. Sehr cool. Das ist. Die Karte sieht wieder mega cool aus. Sehr, sehr nice. Wir stocken hier einfach unsere Sammlung auf mit den coolsten Charakteren. Obwohl ja nicht alle der Strohhüte jetzt in dem Set drin sind. Die sind irgendwie auf die Edition verteilt. Also einfach mal alle Displays kaufen. Alle Displays kaufen, Leute. Vor allem das erste ist sehr limitiert. Einfach weil es direkt gekommen ist und dann wieder weg war. Also, ja. Wenn ihr da noch was haben wollt, zuschlagen. Oh mein Gott, guck mal, da bist du. Schon wieder? Wow. Ja, ihr seht euch ähnlich. So ähnlich, ja. Und ich bin sein Bruder. Diese Gin-Karte sieht sehr, sehr toll aus. Kannst mich jetzt, Könnt ihr jetzt random Früchte füttern? Julian, die. Ein Monkey die Julian. Okay. Dann. Ich schmeiß dich einfach zu Hause im Pool und guck, ob du es dann irgendwann wieder rausschaffst. Da. Ja. Finde ich nicht witzig. Ja, ich finde das eigentlich schon witzig. Ja, so ein großes Kartenset ist das jetzt auch gar nicht in dem Display, glaube ich. Es sind immer irgendwie so 120 Karten. Ja, genau. Also, das heißt natürlich aber auch, dass man seine Lieblingscharaktere eigentlich, wenn man sich ein Display kauft, auch die meisten davon wirklich zieht. Außer halt, es sind Rares oder Secret Rares. Ja. Sehr cool. So. Mal ein bisschen schneller dann durch die Kammkarten durch, einfach weil wir, wie gesagt, nicht so ein großes Set haben. Das heißt, für uns sind eher die hinteren Karten interessanter. Ja. Feuerfist. Und nochmal Pudding. Oh, und da, guck mal, da haben wir die spezielle Don-Karte. Mit Sanji. Oh. Die gibt's auch nur alle. Oh, lass mich jetzt nicht lügen. 24 Booster. Ich glaube, einmal im Display findet man die. Ja. Ja, auch sehr cool. War, diese Szene hat mich zum Weinen gebracht. Kann ich mal eben sagen. Als Sanji sich den Strohhüten anschließt, war sehr schön. Aber ich muss auch leicht weinen, also. Guck mal, die Karte, die sieht aus wie du. Danke. Ja, bitte. Du siehst aus wie Linden. Boom. Oh. Ich hoffe, das ist nicht das. Wow. Wow, ich krieg meinen Booster gar nicht auf. So. Reiß es, Jenna, reiß es. Zef und Kaku. Gut, dann mach ich mal direkt mal weiter. Schwupps. Geh hier, wie gesagt, ein bisschen schwer. All wieder. Bist auch du. Bevor sie die Frucht gegessen hat. Achso, klar. Es ist auf jeden Fall auch interessant zu spielen, das Kartenspiel. Man kann zum Beispiel auch eigentlich gar nicht blocken. Ja. Außer die Karte sagt es explizit als Fähigkeit. Aber du kannst halt immer, wenn der Gegner angreift, sozusagen deine Kreaturen abwerfen, um dein Leader stärker zu machen oder um deine Kreatur zu verstärken, die angegriffen wird. Und da steht dann halt hier Counter plus 1, heißt also, wenn du sie abwirfst sozusagen, um dann halt deinen Charakter stärker zu machen, würde er plus 1000 bekommen an Lebenspunkten. Kann man Kreaturen angreifen? Ja. Weil du das jetzt gerade meintest. Also man greift nicht wie bei Magic automatisch den Spieler an, sondern man kann die Kreaturen vom Gegner angreifen. Man kann seine Kreaturen angreifen, man kann auch den Leader angreifen. Ist offen. Ist ja, glaube ich, wie bei Yu-Gi-Oh! Da kann man, glaube ich, auch Kreaturen angreifen. Ich spiele kein Yu-Gi-Oh! Es kann sein, dass ich... Bei Magic kannst du auch Kreaturen angreifen. Also, obwohl, ja, okay, da kannst du nicht den Spieler an, aber du kannst ja. Stimmt. Du kannst sagen, du meinst, sie kämpfen gegeneinander durch Karten, aber du kannst keine Kreaturen angreifen. Gezielt. Marshall D. Teach. Und Khalifa.
So. Mal gucken, ob wir mal eine Karte kriegen, wo auch draufsteht, dass sie blockt. Müsstest du gleich einmal drauf achten, weil ich nicht genau weiß, worauf ich dann da achten muss. Hier, ich glaube, das ist schon... Ach ja, hier, genau. Blocker, wenn da oben Blocker, Blocker steht, Blocker kann stellen. Sie blocken. Ja. Kann sie trotzdem jederzeit angreifen? Die haben Einsatzverzögerung. Also ich meine, also, wenn bei ihr... Oh! Alter, na ja, okay, die ist natürlich super. Damn! Ja, Nami öffnet Nami, ne? Nami, was soll man dazu sagen? Also ja. Sehr gut. Halt die Karte mal gerade rein. Oh, sorry, sehr cool. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr schön. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Hab ich mir verdient. Das ist auf jeden Fall... Ah, ist schon gut geöffnet. Definitiv. Danke, danke. Ich, ja, ich weiß, ich habe noch vier Booster, habe ich noch. So. So, ich habe gehört, wir ziehen dann noch Ace. Ja. Dann bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das wäre auch noch cool. Und Krieg. Auch. Aber auch sieht auch sehr cool aus. Sehr, sehr cool aus, ja. Ja, also sind schon coole Artworks. So. Weiter geht's. Ich habe auch nicht mehr so viele Booster. Ich würde auch gerne noch Luffy oder wie man ihn auf Deutsch nennen möchte, Ruffy, im alternate Artwork ziehen. Mit dem Wanted-Booster? Cool. Ja. Das wäre cool. Sieht irgendwie sehr, sehr cool aus. Ja, aber ich habe die leider nur normal, es tut mir leid. Schon zum dritten Mal auch, ne? Ja, ja. Wie du möchtest hier die ganze Zeit die, die Main-Character ziehen hier. Ja, das ist mein Job. Hm? Nami. Luffy. Zoro ist leider nicht in diesem Set drin. Oh nein, nein, mein Herz. Sanji ist auch nicht hier drin. Oh, mein Herz. Hier haben wir Iceberg als Leader. Mhm. Baskat Mochi als Rare. Sieht auch sehr cool aus. Und noch Kuro. Sehr cool. Kokoro, ja. Achso, Kokoro. Mein Fehler. Wie Totoro, nur anders. Mhm. Ja. True. So. Ach, guck mal. Ich wollte doch Ace ziehen. Das ist zwar nicht die Version, die ich haben wollte, aber... Ah, sieht schon cool aus, Ace, ne? Ace ist Ace, also... Als Leader hier. Ja. Mein Leader Nummer 1. Oh, und wir haben doch Sanji. Ja, wir haben Sanji. Ja. Ist doch im Set drin, Jana. Mein Lieblings-Perversling. Ei. Ich sag mal nichts dazu. Ja. So, ich habe nur noch 2 Booster. Ja, das ist jetzt auch mein vorletztes schon. Aber ich würde sagen, ich meine, wir haben Nami geöffnet. Also, ist alles gut. Dann mal gucken. Bei dir sehe ich auch noch irgendwas Cooles da gleich. Ja, und... Nochmal Krieg, aber hier auch in einem nochmal anderem Artwork als vorhin. Hier sehen wir auch, dass hier irgendwie so ein bisschen, das ist wieder so ein anderer Foil-Effekt. Also es ist, die Karte ist Foil, ich weiß nicht, ob man das im Video erkennen kann, aber es ist Foil und da sind dann noch so, da ist schon das ganze Bild voll, aber es sind noch so andere bestimmte Parts dieser Karte nochmal so rausgedruckt. Ja. So, also man, die Rüstung. Man spürt das auch, wenn man darüber geht, darüber fasst. Ja, sehr cool. Na dann. Es neigt sich dem Ende zu. Mal gucken, was wir hier noch kriegen. Kuro als Leader. Gum Gum Jet Gatling? Gatling? Achso, ja. Oh, und nochmal Baskat Mochi. Ich ziehe hier die ganzen coolen Karten. So, kommt schon mein letztes Booster jetzt hier. Oh, meins kommt gleich auch. Also, ich manifestiere noch eine gute Karte in meinem letzten Booster. Ah, wird schon. Nochmal Leader. Deadly Poison Gas Bomb.
und Spandarm. Und na, hier nochmal auf der Rückseite, hier sehen wir nochmal die... Schön, dass wir die jetzt erst am Ende umdrehen mal. Ja, ja, aber hier ist zum Beispiel die Handy-App, womit man dann mit den beiden Decks hier spielen kann, um so gegen den Bot als Tutorial-Matches. Sehr cool. Wenn man es lernen möchte, kann man das gut machen. Ist natürlich alles auf Englisch oder Chinesisch oder Japanisch, was man lieber haben möchte. Aber ich glaube, die meisten kommen mit Englisch ja ganz gut klar. Und aber da wird es eigentlich gut erklärt. Genau. So, ist das jetzt schon das letzte Booster? Das ist schon das letzte Booster, also ich habe meine schon aufgebaut. Fire Fist. Oh, das sieht auch nochmal ein sehr, sehr cooles Artwork hier. Aber das war's. Ja, dann zoom mal raus. So, ich habe jetzt, Was lege ich denn alles rein jetzt? Ja, du kannst auch deutlich weiter rauszoomen. Du kannst ja auf jeden Fall mal die ganzen Super Rares rauslegen. Hm, jetzt müsste ich wissen, was Super Rares sind. Das steht unten rechts auf der Karte. Also, Rare. Du hast da einen Rare. Namis L. Rare. Ich hab hier auf jeden Fall. Rare. Marco, Kaku und zweimal Krieg hier im unterschiedlichen Artwork. Das sind meine Super Rares. Dann habe ich natürlich noch Nami, wollen wir natürlich nicht vergessen. Ja, Nami ist super. Und die Don-Karte auch sehr cool. Okay, kannst tatsächlich wieder ein bisschen ran so. Aber das ist hier auf jeden Fall unsere Ausbeute an den Super Rares. Warte, die möchte würde man jetzt hier noch alle Rares noch so ins Bild legen, wäre das zu viel, weil man hat ja wirklich zwei Rares immer in einem Booster. Ja. Na? Und die ganzen Lieder. Also sehr coole Ausbeute auf jeden Fall. Super Set. Cooles Spiel. Also wo ich es angespielt habe, hat es mir auch echt Spaß gemacht. Also ist auch nicht schwer zu lernen. Man muss halt nur Englisch können. Und, ich meine, die Karten sehen ja auch nicht wirklich kompliziert aus. Auf den meisten ist ja nur ein bisschen Text drauf. Richtig, und ja. Auch wenn man es jetzt nicht spielen will, sondern nur sammeln möchte. Hast du da auf jeden Fall sehr coole Artworks für die einzelnen Charaktere. Du kannst einfach deine Lieblingscharaktere wirklich in mega coolen Artworks haben. Genau. Wie unsere Nami. Richtig. Und dann, schreibt gerne mal eure Feelings in die Kommentare, wie ihr das Set findet. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Unboxing von One Piece und wünschen euch bis dahin viel Spaß mit dem Set. Bis dann. Tschüss. Tschüss.